Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf Animani. Heute gibt es mal nicht so ein typisches Video, denn ich habe einige Neuigkeiten für euch. Oh meine Freunde, das sind wirklich gute Neuigkeiten, die ich für euch habe. Ihr glaubt mir das nicht? Dann fragt doch mal Dieter. Ja, natürlich sind das gute Neuigkeiten, die sind mega mäßig, du. Seht ihr, genau, wie ich gesagt habe, Dieter gibt mir recht. Für die Leute, die es nicht bemerkt haben, das war nicht der echte Dieter. Ich wollte es nur mal so ansprechen. Okay, ich gehe schon. Die Neuigkeit, Leute, die Neuigkeit ist, dass ich Patreon habe. Woo! Jetzt kommt vielleicht so ein kleiner Moritz und sagt, und was ist jetzt Patruin? Ich verstehe das jetzt nicht so ganz. Ist das eine Druckerfarbe oder was? Mein lieber Kevin, das hat nichts mit Druckerfarben zu tun und erst recht nicht mit Mayonnaise. Patreon ist eine Seite, wo ihr den Leuten was spenden könnt, aber dafür auch was zurückbekommt. Zum Beispiel gebt ihr 1 Euro, das ist dann, sage ich jetzt mal, das erste Level, was ihr da habt. Ihr bezahlt 1 Euro im Monat, ne? Ihr seid dann auch halt drin, das heißt, ihr bezahlt pro Monat immer 1 Euro. Ihr könnt das aber natürlich auch kündigen. Dafür bekommt ihr aber dann auch Zusatzinhalte, das muss jetzt nicht unbedingt extra sein, das heißt, ja, nur wenn ihr mir 1 Euro gibt, dann zeige ich euch das auch, sondern das sind dann so Kleinigkeiten, einfach als Dankeschön nochmal zurück. Jetzt fragen sich aber wahrscheinlich auch einige, ja, aber wie verdient denn dann Patreon dabei? Sagen wir einfach mal, ihr seid euch jetzt sicher und wollt 1 Euro spenden. Dann spendet ihr nicht direkt 1 Euro, sondern ihr bezahlt immer ein paar Cent mehr darauf. Das ist wirklich nicht viel, das sind wirklich nur ein paar Cent, aber diese paar Cent gehen dann an Patreon und die Person, wo ihr das Geld gespendet habt, heißt diesen Euro, der kommt dann auch bei der Person an. Ich hoffe, ich habe das ausdrücklich erklärt. Also ihr bezahlt, sage ich jetzt mal, 1,16 Euro und der Euro geht dann an die Person und Patreon kriegt dann 16 Cent. Ich denke, so ist das am einfachsten erklärt. Wie genau das jetzt bei mir aussieht, werde ich euch jetzt mal zeigen. Das, meine lieben Freunde, ist die Patreon-Seite von mir, zumindest die Level von mir. Das ist halt hier wegen 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro Gedönse und das sind halt diese sogenannten Level, die ihr bei Patreon kaufen könnt. Und das kann man halt komplett selber erstellen. Man könnte halt auch sagen, spendet mir 100 Euro oder so. Auf jeden Fall habe ich hier den 1 Euro, den ich angesprochen habe. 1 Euro pro Monat, bester Mann auf jeden Fall. Und ja, damit unterstützt ihr einfach mein großes Anime-Herz. Und bei allen hier wird der Name auf jeden Fall in meinen Videos präsentiert. Das heißt, natürlich nur, wenn ihr möchtet. Wenn ihr also 1 Euro spendet für mich, dann wird euer Name als Patreon halt auf meinen Videos immer kommen am Anfang. Nur wenn ihr halt möchtet. Bei allen gibt es auch Updates natürlich zu den Patreons, ganz klar, und ein Chat-Community. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es ist. Ich kann es mir vorstellen. Ich habe es mal bei allen reingepackt. Ich denke, ich werde noch mehr wahrscheinlich reinpacken. Und keine Sorge, bei allen wird hier dasselbe sein. Also ich möchte nicht, dass jetzt nur, weil er 1 Euro mehr bezahlt, dass er dann auch krasseren Bonus-Stuff sozusagen bekommt. Das möchte ich zumindest nicht. Dann könnt ihr absoluter Ehren-Hokage werden. Hiermit beweist du, dass du ein echter Hokage bist, der mich vor jeder Gefahr beschützt. Und natürlich halt der Name. Und dann könnt ihr auch 3 Euro spenden. Du hast es geschafft, das One Piece. 3 Euro aus echtem Gold. Naja, fast. Willkommen in der Strohhutbande. Auch hier wieder ganz normal. Hier hatte ich das irgendwie dicker geschrieben. Das muss ich noch ändern. Also nicht wundern, das ist genau dasselbe wie das hier. So, meine Freunde, das ist 1 bis 3 Euro, die ihr hier machen könnt. Und ich würde mich, wie gesagt, schon hier drüber super freuen, wirklich. Aber ich habe noch, einfach weil ich es wollte, weil ich halt schon in diesem Flow drin war und es einfach lustig aussah, musste ich noch den Super Saiyajin einbauen. Das wären dann 10 Euro pro Monat. Das ist halt wirklich, also ihr müsst wirklich nicht 10 Euro zahlen. Das ist halt einfach für mich so ein kleines Ding gewesen. Natürlich könnt ihr das machen, ne? Es steht ja hier zur Verfügung, aber ihr müsst es wirklich nicht tun. Ich wollte das einfach so ein bisschen präsentieren. Ich wollte unbedingt Son Goku irgendwo drin haben und naja. Ja, selbst Son Goku kriegt Angst vor dir. Danke für diese fette Unterstützung. Kuss, 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 ne? Und hier, das hier meine ich aber wirklich ernst, was hier steht. Das geht ja auch, wie gesagt, hier alles nur für Anime-Sachen drauf. Also ich werde mir nicht Mist damit kaufen, nur Anime. Und hier ist wirklich die nächste One Piece Box. Deswegen 50 Euro pro Monat. Das, ja, ich kann das halt nicht ändern mit diesem pro Monat. Ne? Das betrifft eigentlich das von wegen einmal 50 Euro für mich bezahlen. Das meine ich halt damit.
Und du bist süchtig nach meinen One Piece Boxen. Es wird wirklich instant ein One Piece Unboxing Video kommen, falls hier wirklich jemand spendet. Ja, das meine ich wirklich ernst. Das heißt, ich werde mir instant die nächste One Piece Box kaufen. Ich werde mir natürlich auch so weiterhin One Piece Boxen kaufen. Aber so geht es natürlich sehr schnell. Wenn mir einer 50 Euro einfach mal spendet, dann wird sofort bestellt. Und instant, wenn das Paket dann da ist, werde ich es sofort unboxen. Und ja, ist auch wirklich, also es ist ernst gemeint von mir, aber das ist halt auch einfach so ein experimentelles Ding von mir hier. Ja, und dazu, da musste ich halt wirklich dann was anderes hinschreiben, weil ich meine, ne, das sind halt einfach mal 50 Euro, habe ich hier geschrieben. Der Name wird einen Ehrenplatz in meinen Videos kriegen. Ja, das wird nicht nur in jedem Video kommen, ist auch egal, ob ihr nur einmal bezahlt oder immer bezahlt, 50 Euro im Monat. Ne? Gut, wer macht das schon, ne? Aber da bekommt dann für Ewigkeiten, bekommt der Name halt alles drum und dran, kommen in meine Videos, ich werde es irgendwie einbauen und so. Und ja, wird auf jeden Fall einen riesen Ehrenplatz noch vor den anderen bekommen. Ich denke, das ist verständlich. Ja, das ist es auch schon. Ich zeige euch nochmal, wie das Ganze hier so aussieht. Ihr kommt dann halt auf die Seite. Ich habe hier auch ein anderes Bild drin. Das hier kennt ihr vielleicht bereits schon. Und jetzt seht ihr auch schon diesen ersten Post, der jetzt ja, freigeschaltet ist, aber das ist ja sowieso egal. Herzlich willkommen, danke, dass du so viel Ehre hast, mich zu unterstützen. Kuss, Kuss, Kuss. Also, wer mich unterstützen möchte, ja, liebend, gern. Und hier werden natürlich dann auch Sachen kommen, wenn überhaupt Patreons kommen, weil es ist ja Quatsch, wenn ich noch keine Patreons habe. Und da sind schon Videos drauf. Also, ja, es wird auf jeden Fall sofort Videos kommen, wenn ich auch Patreons habe. So, jetzt habt ihr mal einen kleinen Einblick davon bekommen und ich finde, das ist schon ganz cool gemacht. Ich selber kenne mich jetzt noch nicht hundertprozentig mit Patreon aus. Ich muss jetzt selber erstmal noch so ein bisschen damit rumexperimentieren, aber ich finde allein die Grundidee von dem Ganzen, das ist schon ziemlich cool. Und bitte habt jetzt nicht irgendwie so einen Hintergedanken, dass ich einfach nur irgendwie eure Kohle will oder sowas und komplett auf alles irgendwie scheiße und sage, ich will nur euer Geld und tschüss, ne, haut rein, ciao. Das will ich natürlich nicht. Ich meine, das kriege ich wahrscheinlich sowieso nicht hin. Ich würde mich wirklich freuen, wenn es überhaupt jemanden gibt, der mir was spendet. Das heißt, das Ganze ist erstmal experimentell. Ich versuche erstmal was und gucke, ob das überhaupt klappt. Ob es überhaupt da draußen eine Person gibt, die mir vielleicht einen Euro spenden möchte. Ich würde mich wirklich freuen, wenn es den einen oder anderen geben würde, der sich einfach sagt, der gibt sich wirklich viel Mühe mit seinen Videos. Ich möchte dieser Person zumindest einen Euro spenden. Glaubt es mir, Leute, das bringt wirklich viel voran, gerade wenn es jetzt mal mehrere Personen sind. Ich meine, es müssten nur 5 Leute sein, die einen Euro spenden und schon hast du 5 Euro mehr in der Tasche und kannst dir damit natürlich deutlich angenehmer die Anime-Sachen finanzieren. Das hört sich natürlich ein bisschen bescheuert an, wenn man so sagt, ja, eine One-Piece-Box kostet 50 Euro und man bekommt jetzt, sag ich mal, 5 Euro in einem Monat, dann bezahlst du halt immer noch 45 Euro für eine One-Piece-Box. Aber ihr bezahlt 45 Euro für eine One-Piece-Box. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Glaubt es mir, das bringt einem wirklich voran, wenn sich die Person einfach denkt, hey, weißt du was, der eine Euro, den kriegst du. Wenn mehrere Leute so denken, habt ihr natürlich nachher im Endeffekt nicht einen Euro, sondern ein bisschen mehr Geld daraus und könnt natürlich viel einfacher eure Anime-Sachen finanzieren dadurch. Und was ich nochmal erwähnen möchte, was ganz wichtig ist, das ganze Geld, was über Patreon kommt, das geht wirklich nur für Anime-Sachen raus. Nicht für irgendwas anderes, dass ich mir damit irgendwie Alkohol, mache ich sowieso nicht, aber ne, dass ich mir damit irgendeinen Scheiß halt im Endeffekt kaufe, das geht wirklich nur für Anime drauf. Das ist die Neuigkeit. Ihr bekommt natürlich viele Zusatzinhalte. Ich werde viel machen auf meinem Patreon-Account. Ich werde versuchen, dass das nicht einfach so ein Ding wird. Ja, ich bringe mal einmal im Jahr was auf Patreon und dann passt das schon für die Leute, die da was bezahlen. Juckt mich sowieso nicht. Nein, ich werde wirklich versuchen, da auch sehr viel hochzuladen. Wie gesagt, ich muss da erstmal selber mit klarkommen, was man da alles so mit machen kann. Und ich werde versuchen, das Bestmögliche davon rauszuholen. Außerdem habe ich mir gedacht, weil ich ja gesagt habe, ich möchte nicht mehr so viele Unboxings bringen. Dazu möchte ich nämlich auch nochmal was sagen. Weil ich glaube, man hat das ein bisschen falsch von mir verstanden. Ich wollte jetzt einfach nochmal euch sagen, Unboxings auf diesem Kanal wird es weiterhin geben. Ich werde nur nicht mehr einzelne Volumes, so einzelne Blu-ray-Volumes unboxen. So normale Gesamtboxen. Gesamteditions da oder Special Editions oder
einfach größere Pakete von Rebuy, sag ich mal. Ne? Oder halt irgendwelche Sachen, wo man weiß, da ist viel Inhalt drin, weil man da einfach eine größere Box hat. Das wird alles noch auf diesem Kanal weiterhin kommen. Dass ich das jetzt beim letzten Mal nicht gemacht habe, war nur wegen dem ersten Haul-Video, weil ich unbedingt ein großes Haul-Video machen wollte. Also keine Sorge, es wird weiterhin Unboxings geben. Aber jetzt kommt die Sache mit Patreon. Ich habe mir überlegt, weißt du was, dann mach einfach die einzelnen Volumes, diese Blu-ray-Volumes, pack dir einfach mit auf Patreon als kleine Mini-Unboxings. Das soll auch, wie gesagt, keine Lockereien sein, dass ich jetzt irgendwie sag, hey, dann gibt's da die Unboxings, komm dann dahin, sondern es war halt wirklich einfach nur so ein Zusatzding. Ich habe mir das am Anfang gar nicht gedacht so, das kam mir wirklich heute einfach so im Kopf. Hey, dann pack doch einfach da so Mini-Unboxings hoch, die drehst du dann mal eben schnell. Dann haben die Leute auch noch, falls das irgendwelche wirklichen krassen Fans sind, die wirklich keine Unboxings verpassen wollen, dann können sie über Patreon wenigstens da irgendwie mal ein Unboxing sehen von einer einzelnen Volume. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen, dass ich nicht auf meinem Kanal alles nur noch vollmüllen möchte mit jeder einzelnen Volume, die ich mir kaufe. Ich möchte ja wirklich meinen Kanal etwas hochwertiger gestalten und an meinen Videos länger arbeiten, dafür aber auch, dass die Videos dann deutlich besser sind und man das auch merkt. Also ich möchte wirklich, dass meine Zuschauer merken, hey, der gibt sich Mühe, der hat Spaß daran, seine Videos zu schneiden und sitzt da nicht rum und freut sich schon, dass das Video endlich fertig ist, damit er dann auch endlich mal Pause hat. Das ist ein Kackgefühl und ich denke, das wird man sofort merken, wenn ich sowas dann haben sollte. Darum, Leute, Patreon ist eröffnet. Ich packe einen Link in die Videobeschreibung. Da kommt ihr direkt auf meine Patreon-Seite. Mich würde es wirklich sehr freuen, wenn mich der ein oder andere unterstützen würde. Ich sage schon mal im Voraus, vielen, vielen Dank, dass ihr mich unterstützt. Und macht euch erstmal keine Sorgen, wenn direkt nicht irgendwas auf Patreon kommt oder so. Ich muss erstmal selber mit Patreon klarkommen. Und wenn das dann alles so ist, wird natürlich haufenweise Zeugs dazukommen. Aber ich bin in solchen Sachen eigentlich relativ schnell. Deswegen glaube ich, wird das nicht so lange dauern, dass ich mit Patreon mich damit auskennen werde. Vielen Dank und auch an die Leute, die jetzt vielleicht nicht Patreon haben oder keinen Bock haben zu spenden. Trotzdem danke, dass ihr immer meine Videos schaut und auch vielleicht mal dem Video einen Daumen nach oben gibt und immer schön kommentiert. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, wir machen auch weiterhin eine schöne Zeit hier auf YouTube. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Videos. Haut rein. Ciao.